Möchtest du auch solche professionellen Bild- und Videoaufnahmen mit deiner iPhone-Kamera aufnehmen? Dann solltest du unbedingt dieses Video bis zum Ende anschauen, denn in diesem Video zeige ich dir die besten iPhone-Kamera-Einstellungen für professionelle Bilder bzw. Videos. Wir starten direkt am iPhone und klicken auf Einstellungen. Im nächsten Schritt suchen wir den Punkt Kamera, klicken das einmal an und danach auf Formate. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit zwischen High Efficiency oder maximale Kompatibilität. Ich empfehle dir auf jeden Fall, das Ganze auf maximale Kompatibilität einzustellen, falls du zum Beispiel an einem Windows-Rechner deine Bilder noch bearbeiten möchtest. Jetzt gehen wir wieder zurück auf Kamera und anschließend auf Video aufnehmen. Hier haben wir jetzt voreingestellt 720p HD. Das ist die schlechteste Auflösung mit 1280 Pixel mal 720 Pixel. Im zweiten Schritt kannst du 1080p HD eingeben, da hast du dir eine Auflösung von 1920 mal 1080. Zusätzlich kann dein iPhone auch in 4K aufnehmen mit einer Auflösung von 3840 Pixel mal 2160 Pixel. Die beste Auflösung ist also 4K mit 24 FPS. Du kannst aber auch in 4K mit 30 Frames per Second aufnehmen. Das könnte dann wie folgt bei dir aussehen. Oder aber du entscheidest dich für 60 FPS in 4K. Das ist High Efficiency. Dann musst du das Ganze hier noch einmal mit OK bestätigen und jetzt nochmal anklicken. Du siehst jetzt, diese Szene hat eindeutig die maximale Auflösung von deinem iPhone. Und ein weiterer Vorteil bei 60 FPS ist, dass es am Anschluss mit einem Videoprogramm auch nochmal auf 50% Videogeschwindigkeit reduzieren kannst. Wichtig ist noch zu sagen, je höher du natürlich mit der Aufnahmequalität gehst, umso höher ist natürlich auch der Speicherverbrauch. Gerade als Einsteiger würde ich auf jeden Fall 4K mit 24 FPS empfehlen. Anschließend kannst du im nächsten Punkt nochmal die PAL-Formate einblenden. Hier steht auch nochmal, was genau das bedeutet. Dann hast du nochmal eine größere Auswahl. Zusätzlich kannst du hier auch noch HDR-Video aktivieren. Ich würde das Ganze aber deaktivieren. Im nächsten Schritt können wir auch noch Auto-FPS anstellen bzw. ausstellen. Wir stellen das Ganze mal aus, da es manchmal bei einigen Aufnahmen für Rauschen im Bild sorgen kann. Der nächste Punkt ist Kamerasperren. Ich würde das Ganze aktivieren. Das bedeutet, wenn du jetzt eine Videoaufnahme machst, dass das Ganze nicht einfach im Video die Kamera wechselt und du so einen unschönen Zoom-Effekt hast. Anschließend klicken wir wieder auf Zurück und gehen auf die Slow-Mo-Einstellung. Wir haben jetzt hier standardmäßig ausgewählt 720p HD in 240 FPS. Fangen jetzt aber auch mal mit der ersten Auflösung an, also 1080p HD in 120 FPS. Und das Ganze sieht so aus. Bei der Einstellung mit 720p hast du natürlich nochmal deutlich mehr Frames per Second, das heißt deine Slow Motion ist nochmal langsamer, allerdings ist da natürlich auch die Qualität etwas schlechter. Und zusätzlich hast du hier wieder die Möglichkeit 1080p in HD mit 240 FPS aufzunehmen, High Efficiency, und dann kannst du auch schon sehen, wie qualitativ hochwertig diese Slow Motion Einstellung ist. Wir persönlich nehmen mal die erste Einstellung 1080p in HD mit 120 FPS, da 120 FPS für die meisten vollkommen ausreichend sind. Wir können hier im nächsten Punkt den Stereoton aufnehmen. Diesen Punkt würde ich auf jeden Fall aktivieren. Beim nächsten Punkt können wir die Einstellung beibehalten. Hier ist zum Beispiel Live-Foto aktiviert. Ich würde es auf jeden Fall deaktivieren, weil wenn du zum Beispiel jetzt in den Kameramodus wechselst, dann ist jedes Mal automatisch Live-Foto aktiviert. Zusätzlich kannst du auch noch die Lauter-Taste für Serien verwenden, das heißt, du machst dann mit der Lauter-Taste Serienaufnahmen. Ich würde es auf jeden Fall aktivieren, ist ein super gutes Feature. Dann kannst du natürlich auch noch den QR-Code scannen, das haben wir immer aktiviert. Damit kannst du dann zum Beispiel bei einigen Restaurants einfach per QR-Code das Menü im Internet aufrufen und dir einfach dein Gericht auswählen. Die nächste Kamerafunktion, die du unbedingt aktivieren solltest, ist erkannten Text anzeigen. Falls du mal ein Foto hast, wie wir jetzt in diesem Beispiel von einem Stoppschild, dann kannst du einfach unten rechts auf die Zeilen klicken und dann siehst du auch hier, der Text wird markiert. Zusätzlich kannst du einfach auch auf das Stoppschild klicken, gedrückt halten und den ganzen Text auch kopieren und später irgendwo deine Notizen einfügen. Weiterhin kannst du natürlich auch noch das Raster in deiner Kamera aktivieren bzw. deaktivieren. Wir haben es immer aktiviert, da du dadurch einfach die besten Aufnahmen erzielen kannst, indem du einfach auch schön wichtige Punkte in den Ecken von diesem Raster platzierst, zum Beispiel wie bei dieser Porträtaufnahme. Hier kannst du schön sehen, dass das Auge auf der obersten Linie platziert ist und der Kopf oben rechts in der Ecke sich befindet. Wenn du öfter im Selfie-Mode unterwegs bist, kannst du auch die Frontkamera-Spiegeln aktivieren und zusätzlich auch noch außerhalb des Rahmens anzeigen,
Wir haben das Ganze immer deaktiviert, weil das Ganze sowieso nicht in der Aufnahme zu sehen ist und deshalb bringt dir diese Funktion eigentlich auch nichts. Anschließend hast du noch einige Optimierungsfunktionen, die kannst du eigentlich in der Regel alle aktivieren. Wir machen hier die Szenenerkennung auf aktiv, dann natürlich auch die schnellen Aufnahmen priorisieren, falls du mal schnell eine gute Aufnahme machen möchtest. Zusätzlich auch die Objektivkorrektur und die intelligente HDR vom iPhone funktioniert auch sehr gut. Also würde ich diese ganzen zusätzlichen Funktionen definitiv aktivieren. Danach wechseln wir jetzt ins Menü der Kamera. Hier oben rechts kannst du Live-Foto aktivieren und deaktivieren. Zusätzlich kannst du hier auch nochmal den Nachtmodus aktivieren mit 3 Sekunden bzw. aus. Wenn du den Nachtmodus aktiviert hast, musst du das Ganze auf jeden Fall stabil halten, am besten auf einem Stativ, damit das Ganze nicht verwackelt. Hier kannst du oben links auch noch den Blitz aktivieren und deaktivieren. Ansonsten für weitere Kameraeinstellungen klicken wir hier mittig auf den Pfeil nach unten und haben hier auch schon wieder die Funktion einmal Blitz aktivieren, deaktivieren, zusätzlich auch noch hier den Nachtmodus und auch das Live-Bild ein und aus. Des Weiteren kannst du natürlich auch noch dein Format auswählen, also möchtest du das Ganze quadratisch 4:3 oder 16:9 aufnehmen. Ich empfehle immer 4:3. Danach können wir auch noch die Belichtung verändern zwischen den Werten +2 und -2. Zusätzlich hast du hier auch noch die Möglichkeit, einen Timer zu stellen mit 3 bzw. 10 Sekunden. Zusätzlich kannst du hier mit diesen Einstellungen auch nochmal einen unterschiedlichen Look erstellen, also etwas Dramatisches, etwas Kühles oder auch etwas Warmes. Wir gehen wieder aus den Einstellungen raus und wischen jetzt einfach mal bei der Kamera nach oben. Dann kannst du hier auch nochmal wählen, mit welcher Linse du deine Aufnahme machen möchtest, beziehungsweise auch nochmal den Zoom-Faktor. Wir lassen das Ganze jetzt auf 1 und jetzt möchte ich natürlich auch noch zeigen, wie du ein Video aufnehmen kannst. Hier oben rechts siehst du jetzt einmal 4K 24 FPS. Wir können das Ganze jetzt hier auf 4K 25 FPS stellen, beziehungsweise auch auf HD. Das ist dann einfach, wenn du mal schnell deine Einstellungen für eine bestimmte Aufnahme ändern möchtest. Des Weiteren können wir natürlich auch hier in den Slow-Mo-Modus wechseln und hier auch wieder von HD auf 720p wechseln. Und zusätzlich hast du auch eine nützliche Zeitraffer-Funktion beim iPhone. Wenn wir jetzt weiter nach rechts wischen und zum Punkt Porträt kommen, dann kannst du hier natürlich auch nochmal verschiedene Porträtmodi wählen. Natürliches Licht, gerade wenn du draußen bist, ansonsten Studiolicht, wenn du eine Aufnahme im Studio machst. Des Weiteren hast du auch noch hier die Panorama-Funktion. Diese Aufnahme eignet sich hervorragend, wenn du einfach noch mehr von einem Bild aufnehmen möchtest. Und dafür musst du einfach dein iPhone stetig weiter bewegen. So, das waren auch schon unsere iPhone-Kameraeinstellungen. Ich hoffe, du erzielst damit sehr gute, professionelle Bild- bzw. Videoaufnahmen. Und ich würde mich auf jeden Fall über einen Like freuen. Ansonsten abonniere gerne diesen YouTube-Kanal und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Zusätzlich habe ich extra nur für dich noch hier 2 weitere iPhone-Videos eingeblendet, die du unbedingt angesehen haben solltest.